Und abgeklatscht und so, ja. Also die haben sich gegenseitig quasi
motiviert, aber trotzdem wird es natürlich gleich spannend, denn wir wissen, wer Model 40 plus wird, wer dieses Finale heute Abend gewinnt. Jesse, du gibst seit über 25 Jahren Laufstiegtraining, fast 30 Jahre, ja, coachst die Leute. Genau. Coach, das hast wirklich unzählige Leute gesehen. Jetzt ist halt die Frage, kann das eigentlich jeder oder muss da immer so ein gewisses Grundteil zumindest da sein? Ich bin schon der Meinung, es kann jeder. Wenn er eine gute Schule hat, auf jeden Fall. Und wie kommt man bei dir? Nicht nur bei mir. Ich bin ja nicht der Einzige in ganz Deutschland. Aber wenn man eine gute Schule hat, wenn man das richtig durchzieht, wenn man das Rhythmus übt, die ganze Stellung, wenn man noch ein bisschen was ausrenkt und einrenkt, kann es wirklich jeder. Es dauert zwar bei manchen ein bisschen länger, aber letztendlich lernt man es ja. Und man hat ja auch das Alphabet gelernt und 1 und 1 ist 2. Das kann man auch. Wie wahrscheinlich. Also auch ein bisschen Rhythmusgefühl, Taktgefühl, auch das kann man lernen. Jetzt ist natürlich die Jury gefragt, die muss sich jetzt drum kümmern. Die Bögen wurden auch schon eingesammelt von die Jury-Bewertungsbögen von Rechtsanwalt Tom Stieger, der Mann, der in der Jury ist, der darauf achtet, dass das auch alles damit recht link zugeht und anständig funktioniert. Wir werden dann in nur noch 25 Minuten, eine halbe Stunde, wenn wir dann ein Ergebnis haben. Wir sind auf den Gewinner gespannt und dann sehen wir uns gleich wieder. Chinzia Loni von Movement Fashion Shows.